Danke. Gut. Super. Also die Geschichte ist die, dass ich in meinem Badezimmer stehe und losgehe auf eine Reise, die mich durch verschiedene Räume führt, ohne dass ich wirklich Wege zwischen diesen Räumen zurücklege. Und am Ende dieser Reise wieder genau da ankomme, wo ich gestartet war. Um dich rum. Dann musst du irgendwann Bewegung einsetzen. Ich dachte ungefähr bei, aber spätestens, habe ich angedacht vom Timing her. Dann kommst du auf die Kamera zu, hier den Weg, dann sind wir vor dir, da performst du direkt in die Kamera. Aber spätestens nach ein paar Versuchen merkt man, dafür ist man selbst viel zu klein. Aber so muss es dann wohl sein. Ich sitze in der U-Bahn, versuche angestrengt die Luft anzuhalten, damit ich mich wenigstens dazu zwinge, dass mir der Tag den Atem raubt. Aber spätestens nach drei Zeigerrunden ist man schon wieder viel zu lebendig. Steigt irgendwo aus und mischt sich unter die anderen. Das Interessante ist, dass ich mich sowohl durch Wasser als auch durch U-Bahn und durch Autos bewege. Und das eben alles innerhalb von 3 Minuten 24. Wir sind hier in Schmachtenhagen auf dem Oberhavel Bauernmarkt und hier sehen Sie unseren Kuhstall. Wir produzieren ja Milch mit 400 Kühen. Ach, ist das schön. Das riecht so gut, Cornelia. Das riecht so gut. Njam, njam, njam. Alle laufen los. Tim, was ist denn deine Rolle? Warum läufst du denn im Anzug durch den Stall? Ich kann es dir nicht sagen. Ich hab mich das ehrlich gesagt auch gefragt, was der Mann mit dem Anzug im Stall macht. Ja, weil der einfach wahnsinnig sexy mit Anzug ausschaut. Das ist der einzige Grund. Ich habe probiert, das alles, ja, schon, alles auf eine künstlerische Ebene zu heben und meinte, es würde den surrealistischen Effekt verstärken. Aber dass du das so siehst. Nee, ich sag einfach, er schaut sexy. Das ist halt Pop, ne? Dieses Spiel verliere ich fast jedes Mal und wenn ich verloren habe, dann vergesse ich es. Zweifelsfall so schnell wie dein Gesicht, nein, das vergesse ich nicht. Manchmal zwischen den Gebäuden sehe ich welche, die versuchen fast genau das Gleiche. Manchmal zwischen den Häusern stehen wir und merken, es gibt noch mehr. Manchmal zwischen den Gebäuden sehe ich welche, die versuchen fast genau das Gleiche. Manchmal zwischen den Häusern stehen wir und merken, es gibt noch mehr. Steffen, verstehe ich das erste, ist das Google? Ja, ich auch jetzt selbst verstanden. Ne? Sieht fast genauso aus wie ich, finde ich. Am schwierigsten war die Geschichte mit dem Tauchen im Schwimmbad. Es ist einfach schwer, unter Wasser zu singen, zu synchronisieren und gleichzeitig zu schwimmen und zu sehen, wo ist die Kamera. Aber wir haben es am Ende dann heute doch besser hinbekommen, als ich dachte. Abends in den Clubs versuche ich ständig zu lachen, damit die anderen glauben, es wäre alles wunderbar. Aber spätestens nach den ersten Worten, die nichts bedeuten, fällt man in sich zusammen. Dann mischt man sich ungesehen unter all die anderen. Nach 12, 13, 14 Stunden ist man einfach müde. Aber eigentlich macht Videos drehen schon sehr viel Spaß. Es hängt auch immer mit den Leuten zusammen, mit denen man es zusammen macht. Aber heute ist alles sehr, sehr nett.
Manchmal zwischen den Gebäuden finde ich Augen, die gehören irgendwelchen anderen. Manchmal bleibe ich stehen, um sie aufzuheben. Meistens lasse ich sie einfach liegen.